irgendwann in unregelmäßigen Abständen. So, und ja, heute jetzt Niedrigwasser, und da sieht man mal das gesamte Ausmaß. Man sieht mal ganz genau hier wieder die Abrisskante. Die zieht sich aber auch über den gesamten Strand hin. So, und jetzt kein Durchgang mehr, also kein offizieller Durchgang, kein Weg mehr hier an den Lokalen vorbei. Das hat wohl die letzte Flut geschafft, also da wurde jetzt noch nichts repariert. Nicht wie ich ursprünglich angenommen habe. Bei der nächsten Ebbe. So, und hier sieht man sogar schon das Mauerwerk vom Haus. Also hier wurde jetzt vielleicht ein Steinen ein bisschen aufgefüllt mit den kleinen Kieseln, aber das bringt natürlich gar nichts. Ja, ich kann mir vorstellen, es wird noch was Größeres, auch wenn man jetzt hier weiter am Weg guckt, das hat sich alles gesenkt. Alles, das war alles bis zum Rand aufgefüllt. Und hat sich alles hier gesenkt. Ja, hier ist auch schon ein Stück der Treppe oder des Treppenfundaments mit abgebrochen. Ja, hier ging das Wasser jetzt bis an die Wand ran. Hier das Hochwasser bis an die Treppe. Ja, hier ist noch das morgendliche. Also so schaut es hier aus. Das ist hier die Realität jetzt hier im Moment. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Ja, Harry sagt Hallo heute am 28. Und wie wir sehen, es ist unverändert. Jetzt im Moment genau Niedrigwasser. Und es wurde in der Nacht nichts daran gemacht, und heute Morgen jetzt ist ja der richtige Zeitpunkt auch nicht. Also da nehme ich dann an, dass es dann doch irgendwas Größeres werden wird, was etwas länger Vorbereitung braucht. Ja, und der Sand da oben ist trocken. Das bedeutet also, dass in der Nacht beim letzten Hochwasser da nichts mehr zu Schaden gekommen ist. Man sieht auch, das Meer ist ziemlich ruhig, also keine hohen Wellen.
Naja, diese Treppe hier, die sieht dann doch schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja, doch hier ist der Sand wieder nass, also ist auf jeden Fall das Wasser bis hier hochgekommen. Hier steht zwar eine Absperrung, aber man kann jetzt hier über die Steine oder über den Sand zur anderen Seite kommen. Also nichts Neues, nichts großartig Neues. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Bis zum Wetter, zum aktuellen. Und hasta luego. So, Harry mit heute am Strand gesehen. Ja, wir sind mal zur richtigen Zeit wieder am richtigen Ort. Hier haben wir die Platten weggenommen. Das heißt, die Kunststoffplatten, den Kunststoffgehweg hier. Und jetzt fährt man mit schwerem Gerät. Und ja, die Promenade hier, das fehlende Stück wird gemacht. Es ist ja eine Aufgabe des Küstenschutzes gewesen und höchstwahrscheinlich hat man die Genehmigung bekommen oder den Auftrag erteilt, dieses Stück jetzt auszubessern. Das waren ja bloß ein paar Meter, die gefehlt haben, da vorne an der zweiten Mülltonne. Und wir bleiben natürlich hier am Ball. Und berichten. So, der fehlende Sand wird aufgefüllt hier und dann höchstwahrscheinlich planiert und dann gibt es die Platten wieder obendrauf. So, und der Chef gibt doch die Anweisungen, wie es zu machen ist. So, und hier wieder Harry Spezial mit unserem Weg, das Thema der Weg hier. Es wurde jetzt hier richtig aufgefüllt, was ich hier sehen kann. Also es wird dann schon richtig professionell gemacht, dass wir hier zwei Höhen haben. Einmal den Strand und einmal die Höhe hier vom Weg. Und das sind jetzt hier bestimmt 1 Meter Unterschied. Heute am 1. Dezember. Man sieht ganz deutlich, wie viel hier schon bewegt wurde. So, und da vorne ist auch wieder der Chef und sein Mitarbeiterstab. So, und da ist gerade Lagebesprechung, da will ich nicht stören, aber wir werden bestimmt bald sehen, was dabei rausgekommen ist. Und hier könnt ihr noch mal genau sehen, wie hoch dieser Weg angelegt wird, dass er nicht gleich wieder zu Schaden kommt. Ist ganz klar, weil bei ein bisschen Hochwasser würde das Wasser schon wieder bis nach oben kommen. So, hier abgegrenzt durch die Steine hier. Da vorne vom El Senador, da ist ja noch die alte oder der ursprüngliche Weg. So, und so sieht es jetzt hier von dieser Seite aus. Und man kann sich gut vorstellen, dass es auch funktioniert.
So, heute ein kurzer Zwischenbericht. Harry gesehen am Strand heute am 2. Dezember 2021. Ein kurzer Zwischenbericht. Und was gibt es hier? Ja, man hat diesen Hauptweg zum Wasser unterbrochen, weil man am Arbeiten ist. Und da vorne sieht so aus, als ob man den Übergang schaffen möchte von den Lokalen zum Hauptweg. Einmal ist es hier planiert worden, ein höheres Niveau, das heißt, die haben hier generell aufgefüllt, damit nicht gleich wieder jede Welle bis an die Häuserwand hier kommt. So, und da ist schon richtig Bewegung. So, und ich schaue mir das jetzt mal von der Seite an. Ja, das Problem hier ist jetzt der Übergang, man sieht es auch hier, zu dem Weg hier, beziehungsweise zu dem Innenhof. Aber das werden die hinkriegen, das ist kein Problem. Hier hat man auch Seile gespannt schon, um die genaue Flucht zu bekommen. So, und das sind die Steine, die ihr in dem Video dann vorher schon mal gesehen habt. So, und hier mal der Radlader von Caterpillar aus der Nähe. So, und hier sind die ersten Meter schon gelegt. Das sind also zwei Reihen, die hier verlegt werden. Ja, hat sich verändert, wenn ihr die Bilder seht, die da vorher waren, wie es vorher ausgesehen hat. So, bis hier zum El Senador, da ist noch gesperrt, klar, die arbeiten ja da dran und das geht aber zügig. Das geht aber zügig und ihr werdet sehen, die sind bald da vorne. Und das Gesamtbild schauen wir uns dann an. Ich werde ihn mal fragen, unseren Strandmeister. So, ich werde mich mal ein bisschen erkundigen. Aha. So, ich habe gerade mit dem Chef hier gesprochen und ich muss immer wieder sagen, der ist absolut nett und höflich und freundlich und auskunftsbereit, obwohl ich ihn dann doch schon ein paar Mal während der Arbeit gestört habe. So. Ja, was soll ich sagen? Es gibt Neuigkeiten. Die wollen heute hier fertig werden mit dem Weg bis nach vorne hin, den kompletten Weg sozusagen pflastern, würde ich jetzt einfach sagen. Und morgen soll er eine Dusche bekommen, dann soll alles sauber gemacht werden mit Wasser, offiziell dann morgen früh. Wir werden es dann mit sehen. Ich habe dann eben auch erfahren, dass hier noch Sand angefüllt wird, jetzt hier an den Steinen, um der ganzen Sache ein bisschen mehr Halt und Abwehr zu geben. Ja, soweit. So gut, und ich bin heute Nachmittag dann hier. Dann schaue ich mir das auch nochmal an und wir werden dann das fertige Bild dann auch sehen und darüber auch nochmal berichten. So, das war jetzt der Zwischenstand von heute, der 2.12.21. So, hier geht es auch weiter voran. Hier wird jetzt das grob planierte glatt gemacht, dass man hier auch wieder sehr, sehr gut laufen kann. Also alles gut organisiert. Und hier geht es auch weiter. Nachschub ist gekommen, die Kunststoffplatten hier aus dem kleinen Container. Und da sind viele fleißigen Hände. Der Weg ist schon, ja, jetzt hier fast die Hälfte erreicht.
So, und die Absperrung, die wird jetzt schon verlegt. Der Weg ist also gleich jetzt benutzbar. So, dann bin ich ja mal der Erste, der hier auf diesem Weg läuft. Ich muss mir die Füße abtreten. So, hier ist der Weg. Ihr seht ihn, wie es aussehen kann. Ich drehe mich mal. So, und sofort nach Fertigstellung für die Öffentlichkeit freigegeben. Aber wir wollen das Gesamtbild sehen und das werden wir heute Mittag mitbekommen. Also wer möchte, schaut ganz einfach in die Realität und dann habt ihr die Möglichkeit, das gesamte Werk hier zu sehen. So, und der nächste Teil unserer kleinen Episode, der Strandweg hier am Shopping Center Oasis. Heute am 3. Dezember 2021. Hier die Raupe, die planiert eben noch ein bisschen was. Und die fleißigen Männer hier, die sind jetzt am Fertigstellen von dem Kunststoffweg die letzten paar Meter noch. So, und hier noch der Radlader unterwegs, um das Ganze hier ein bisschen von der Seite aus zu stabilisieren. Das heißt, wo zu viel Sand ist, da kommt er weg, und da hinten in dieser Mulde, da kommt ein bisschen was dazu. So, und das schaut ja alles schon ganz ordentlich aus. Also ich finde, da haben die gute Arbeit geleistet. Und hier geht es noch ein bisschen weiter. Und das schauen wir uns dann vielleicht nachher noch an, wenn es fertig ist. So, also jetzt geht es doch ziemlich schnell. So, Harry meldet sich nochmal, und zwar die letzte Episode hier von unserem Weg am Strand. Wir sind hier direkt vorm Shopping Centro Comercial Oasis. Und das war gestern noch hier die Baustelle. Und man hat es gut hingekriegt, einmal quer, dann hier rechts runter und nach links zum Wasser. So, das war das letzte Stück, was noch gefehlt hat gestern, und damit kann man die Sache jetzt auch als beendet sehen. Der Strandmeister hat mir dann eben gesagt, schauen wir mal, wie lange es hält. Also auf ewig ist das nicht, wenn die Wellen wieder ganz hoch kommen, beziehungsweise ja, Unwetter, dann kann das auch wieder anders aussehen. So, und es lässt sich hier gut laufen. Und eine Erleichterung für alle, die hier jetzt lang marschieren. So, ich zeige euch jetzt mal eine Zusammenfassung, wie das ausgesehen hat die letzten Monate. Viel Spaß beim Anschauen, und damit ist das Kapitel geschlossen hier.